Das Unternehmenslogo auf der stolzen Brust des freudestrahlenden Siegers macht sich immer gut. Ein finanzielles Engagement im Sport steigert die Bekanntheit der Firma und poliert ihr Image auf. Oder ist es eher verplempertes Geld? Wie erfolgreiches Sportsponsoring gemacht wird, kann uns heute unser Experte Alexander Wütz von der Agentur Querfeldein Sport aus Tübingen berichten. Mit seiner Firma betreut er die investierenden Firmen, die als Sponsoren agieren. Warum sollte ein Unternehmen Sportsponsoring überhaupt machen? Sportsponsoring ist ein sehr attraktives Marketinginstrument. Und dabei geht es nicht nur um den Absatzmarkt, wie klassischerweise immer gedacht wird, sondern vor allem auch in Zeiten des Fachkräftemangels, sich als attraktiven Arbeitgeber anzubieten. Das reichert die Arbeitgebermarke einfach nochmal enorm an. Wenn wir uns das mal anschauen, dass da Verantwortliche sind, die ihr Geld investieren wollen, was sollten sie denn machen, dass es richtig investiert ist? Mal so eine richtig schöne Checkliste, was machen wir richtig? Also zuerst mal sollte man sich überlegen als Unternehmen, was will ich denn mit dem Sponsoring erreichen? Was sind meine Ziele, die ich haben möchte? Dann sollte man sich eine Strategie zurechtlegen, sollte schauen, in welchen Sportarten ich meine Zielgruppe erreiche. Darauf aufbauen, dann die Auswahl sorgfältig vornehmen an den Partnern, die wir haben und immer auch zu schauen, welche bestehenden Kommunikationsmaßnahmen habe ich, in die ich das Sponsoring einbauen kann. Und da wir im Schwabenländle sind, ist die Frage natürlich klar, mit was von dem Budget macht es überhaupt Sinn, in Sportsponsoring einzusteigen und welchen Zeitraum sollte ich mir da eigentlich mal vor Augen halten? Sportsponsoring ist ein tolles Instrument auch für kleine Budgets. Es kommt immer darauf an, wenn ich eine saubere Planung habe, dass ich auch feststellen kann, welche Budgets brauche ich. Das sind zum einen die Kosten, die direkt an den Sportler oder an den Verein gehen und zum anderen auch Maßnahmen, die ich habe, um begleitende Aktivitäten machen zu können. Überlegen Sie sich zuerst, was Sie mit dem Sportsponsoring konkret erreichen möchten. Ihr Engagement ist schließlich keine Wohltäterschaft. Möchten Sie den Bekanntheitsgrad Ihres Unternehmens bloß auf lokaler Ebene oder regionaler oder gar bundesweiter Ebene stärken? Wollen Sie mit Ihrem Sponsoring ein bestimmtes Produkt in den Fokus rücken oder Ihre Unternehmensmarke als Ganzes steigern? Planen Sie sinnvoll, streuen Sie nicht Ihre Budgets mit der Gießkanne, werden Sie ebenso als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen. Danke Alexander Wütz von der Agentur Querfeldein Sport aus Tübingen für diese spannenden Einblicke. Öfters mal was Neues ausprobieren. Mein Impuls für Sie, bis nächste Woche, Ihr Bernd Kollmann.